Ja, natürlich hat das nichts mit Vertrieb zu tun. Natürlich nicht. Du weißt wahrscheinlich gar nicht mal genau, wie Vertrieb funktioniert. Und nehmen wir ein einfaches Beispiel. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Bestellung entgegennehmen? Das hat nichts mit Vertrieb zu tun? Raik, also was ist das bitte für eine Aussage? Ja, natürlich hat das nichts mit Vertrieb zu tun. Natürlich nicht. Du weißt wahrscheinlich gar nicht mal genau, wie Vertrieb funktioniert. Und nehmen wir ein einfaches Beispiel. Die meisten Handwerker haben über die letzten 20, 30 Jahre sehr erfolgreich ausschließlich über Empfehlungen gearbeitet. Dann kamen auf einmal verschiedene Krisen. Ja, Preise sind gestiegen, die Zinsen sind gestiegen, Weltwirtschaftskrise, Lieferengpässe, all die Sachen. Und auf einmal haben Kunden nicht mehr selbstverständlich gesagt, ja natürlich buche ich das Badezimmer für 25.000 Euro. Nein! Und auf einmal musste miteinander gesprochen werden. Es musste argumentiert werden. Und ganz, ganz viel hat nicht funktioniert. Wie viele Personen, die in solchen Konstellationen gearbeitet haben, sind in den letzten 2 bis 3 Jahren vom Markt verschwunden? Wie viele haben überhaupt gar nicht die Fähigkeit, jemals unternehmerisch erlernt, Vertrieb überhaupt zu machen? Und genau darum geht es in dieser Folge. Bestellung entgegennehmen hat überhaupt nichts, aber auch rein gar nichts mit Vertrieb zu tun. Das heißt, wenn du es gewöhnt bist, dass Dinge immer so auf dich zukommen, dann ist das brandgefährlich. Und ich werde mit dir jetzt einige Punkte durchgehen, mit denen du zum einen dich dafür sensibilisieren kannst, aber zum anderen, dass du auch klare Auswege siehst. Also, lass uns loslegen. Der erste Punkt, der dir absolut klar sein muss, wenn du immer nur Bestellungen entgegennimmst, dass du eine extreme Abhängigkeit von Marktverhältnissen hast. Das heißt, bei hoher Nachfrage sind deine Zahlen gut. Wiederum sind sie bei geringer Nachfrage überhaupt nicht gut. Das heißt, überprüf doch einfach mal, gibt es diese Varianz, gibt es immer wieder gleichbleibende extreme Schwankungen in deinem Unternehmen? Und vor allem, was sind die Tiefpunkte, die Jahr für Jahr auftauchen? Und vor allem, was haben all diese Tiefpunkte gemeinsam? Gibt es dort eine zeitliche Komponente? Gibt es eine Veränderung im Markt? Natürlich ist es so, dass du gewisse Dinge in Saisonalitäten verkaufst. Vollkommen fein. Aber die Frage ist doch nur, wie kannst du dich aus diesen Saisonalitäten herauslösen? Denn in jeder Branche ist es möglich, gewisse Dinge zu verändern. Und ja, natürlich verkaufst du im Sommer irgendwie mehr Schleckeis. Aber wenn du es clever machst, kannst du das Gleiche auch im Winter tun. Das heißt, du musst dir immer die Frage stellen, wie kannst du dein Angebot, dein Thema anpassen und vor allem, wie kannst du gut Marketing und Vertrieb machen. Wenn du diese Fähigkeit überhaupt erstmal erlernt hast, wirst du viel, viel klarer in diesen Sachen sein und kannst vor allem auch bessere Entscheidungen treffen. Und nochmal, wenn du nur Bestellungen entgegennimmst, dann ist dir diese Art der Arbeit wahrscheinlich gar nicht bewusst und es ist wie eine neue Sprache, die du lernen musst. Begibst du dich jedoch nicht auf die Reise, könnte es dich eines Tages dein komplettes Unternehmen kosten. Ein weiterer Punkt, der extrem schwierig ist, dass du deine Umsatzzahlen gar nicht selbst in der Hand hast. Das heißt, aus eigener Kraft kannst du gar nicht steuern, welches Wachstum du an den Tag legst. Auch hier, wenn wir mit einem Kunden zusammenarbeiten, dann machen wir eine sehr, sehr umfangreiche Ist-Analyse. Wir gucken natürlich auch, wo die Leute hinwollen, aber wir halten überhaupt erstmal den Stand fest. Und ja, wir überprüfen auch in einem Risikoprofil, wo die größten Angriffspunkte sind. Und sehr, sehr schnell sehen wir, dass die meisten Unternehmen wirklich extrem schwach im Unterbau sind. Das heißt, ein kleines Lüftchen würde teilweise schon ausreichen, um teilweise auch große gestandene Unternehmen zu Fall zu bringen. Das ist natürlich schwierig, sehr, sehr schwierig und vor allem höchstgradig bedenklich. Weil nochmal, du als Unternehmer trägst die Verantwortung dafür und es ist ja auch deine Verantwortung, dass du entsprechend durch Marketing- und Vertriebsaktivitäten dafür sorgst, dass die Säulen immer fester und stabiler werden, die das ganze Unternehmen am Laufen halten. Und egal in welcher Form oder Farbe du es argumentierst, eine Pflanze braucht zum Wachsen einfach Wasser und Licht und ja, eine Handvoll Nährstoffe und ein Fahrzeug, ja, braucht irgendeine Form von Versorgung, ob es jetzt Benzin ist, Strom, völlig egal, aber es muss eine Grundversorgung hergestellt sein. Hast du Probleme mit dieser Versorgung, dann kann das System noch so ausgereift sein. Es passiert nichts. Und genau das Gleiche ist es bei dir in deinen Vertriebs- und Marketing-Themen. Wenn du diesen Bereich nicht gemeistert hast, und das ist nochmal der erste Bereich, den du meistern musst, macht es gar keinen Sinn, sich über Mitarbeiter oder Prozessthemen zu unterhalten. Wie häufig erleben wir das auch, dass Kunden auf uns zukommen und sagen, Mensch, Raik, hier, ich muss mich mit Mitarbeiterthemen oder Prozessthemen entwickeln und mein Kundensupport sagt dann, nein, das ist gar nicht das Problem, was du hast. Du musst erstmal Vertrieb auf die Reihe kriegen. Weil solange der Fluss von vorne nicht statisch und immer wieder gleichbleibende Ergebnisse bringt, kannst du alles dahinter vergessen.
Du wirst mit dem Auto nicht losfahren können, wenn der Tank leer ist. Punkt. Verabschiede dich bitte von dieser Wunschvorstellung, dass du erst Prozesse und Mitarbeiter baust und dann dich auf den Vertrieb konzentrierst. Nein, andersrum ist es der Fall. Erst musst du Vertrieb meistern. Und nochmal, egal auf welcher Größenordnung wir mit den Unternehmern zusammenarbeiten, wir sehen sofort, wo entsprechend die größten Fehler liegen. Und ich kann dir versprechen, wenn du Stellung entgegennimmst, dann heißt das auch automatisch, dass du dramatisch mehr arbeiten musst, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, dich selbst zu entlasten und hier und da nochmal einen neuen Mitarbeiter einzustellen, weil die Skalierbarkeit einfach überhaupt nicht gegeben ist. Ja? Deswegen lass dir das wirklich nochmal durch den Kopf gehen, überprüf das auch wirklich nochmal in deiner speziellen Situation und finde mal heraus, wie ist es aktuell und wie ist es auch die letzten Jahre gelaufen. Wenn du merkst, ach, ja, stimmt, ich mache gar nicht richtig Vertrieb, dann wird es höchste Zeit, weil du das Potenzial, was du nicht abschließen kannst, das Potenzial, was du momentan nicht erreichst, wahrscheinlich um 80-90% größer ist als das, was du momentan hast. Und ja, du hast richtig gehört. Wenn du aktuell nur Bestellungen entgegennimmst, dann lässt du dir 80-90% von den Umsätzen entgehen. Das heißt, wenn du eine dramatische Steigerung haben willst, dann solltest du die nächsten Schritte gehen. Und ein weiterer Punkt, der dich auch extrem stark immer wieder herausfordern wird, wenn du Vertrieb richtig lernst, das sind die Einwände, die Vorbehalte, dass du einfach weißt, was sagt deine Zielgruppe, bevor sie sich für dein Produkt oder deine Leistung jeweils entscheiden. Und auch hier, wenn du die wahren Einwände nicht kennst, dann wirst du im Marketing keine großen Trefferquoten haben. Es wird einfach nicht funktionieren. Und das Ziel ist ja, dass du möglichst billiges Marketing machen kannst und möglichst viel Umsatz daraus generierst. Das ist immer die Kernfrage, vor der wir stehen. Das kannst du aber nur, wenn du wirklich ein sehr, 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 sehr tiefes Zielgruppenverständnis hast. Wenn du ganz klar siehst, hey, wo hakt es eigentlich bei den Leuten? Und wenn du das gesehen hast, dann kannst du auch entsprechend daran arbeiten, diesen Problemfall aus dem Weg zu räumen. Und wenn du das dann noch formulierst und nach außen als Marketingbotschaft trägst, du kannst doch nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Also bitte, nimm diese Sache ernst und überprüfe doch einmal, hey, wenn du jetzt beispielsweise ein Handwerksbetrieb bist und ja, ein Bad irgendwie für 10.000, 15.000 Euro verkaufst, super, aber warum nicht mal für 20 oder 25, ja? Wenn du ein Zahnarzt bist und Spezialleistungen hast, ja, warum bietest du diese nicht an als Rechtsanwalt, völlig egal in welchem Bereich? Warum löst du nicht das gesamte Problem und bist häufig noch in dieser Falle, dass irgendwie Zeit gegen Geld getauscht wird? Es macht überhaupt keinen Sinn, sich da rauszulösen, das zu durchbrechen, dieses Muster auch mal bewusst zu zerschlagen und neu zu denken. Das ist ja unter anderem der Grund, warum die Unternehmer überhaupt zu uns kommen, dass sie es alleine nicht hinkriegen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und nochmal, das ist vollkommen fein. Viel wichtiger ist es, dass du verstehst, was möchte deine Zielgruppe, wo möchten die hin und wie kannst du dort entsprechend dich auch in den Strom reinsetzen, der für dich am lukrativsten ist. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht auch immer extrem schwierig zu beurteilen ist, wenn du nie gelernt hast zu verkaufen, dann ist das eine grundlegende unternehmerische Fähigkeit, die dir fehlt. Und die schlägt sich in allem nieder. In der Verhandlung mit Lieferanten, in den Gesprächen mit Mitarbeitern und natürlich auch mit den größeren Playern. Denn nochmal, dein Unternehmen wird immer wieder an eine Schwelle kommen. Und du hast die Chance, diese Schwelle zu durchbrechen, wenn du dich diesen neuen Herausforderungen stellst. Größere Kunden zu akquirieren, bessere Mitarbeiter zu bekommen oder bei den Lieferanten neue Konditionen durchzusetzen. Du wirst immer wieder an diese Schwelle kommen. Wenn du nicht gut in Argumentation bist, Verständnis und vor allem auch Verhandlung, dann wirst du dort nicht weiter wachsen. Es ist einfach limitiert. Das heißt, wenn dein Gegenüber dich immer wieder in die Schranken weisen kann, dann limitiert das einfach komplett deine Entwicklung als Unternehmer. Je besser du in diesem Bereich bist, desto einfacher in der Umsetzung. Ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Das heißt, nochmal, pack das einfach mal auf den Tisch, schau es dir an, wo stehst du momentan und was waren vielleicht auch die letzten 3, 4 Ereignisse, wo du vertrieblich gesehen den Kürzeren gezogen hast. Wo hat jemand dir gesagt, was du tun sollst und hat dich in die Schranken gewiesen? Und dann stell die Frage, was hättest du stattdessen lieber gemacht? Oder was sind vielleicht auch Argumente? Und fange langsam an, dich diesem Thema zu nähern. Und du wirst sehen, am Ende des Tages ist es ja wie ein Spiel. Es ist wie ein Spiel. Diese Fähigkeit zu lernen, es auszuprobieren, zu testen, oben und links, rechts, an der Ecke mal vorbeizukommen, das ist wie beim Sport auch. Ja? Wichtig ist doch nur einfach, hab Spaß am Spielen. Und dann kommt der Erfolg auch automatisch mit den jeweiligen Trainingsschritten. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht der allerwichtigste ist und deswegen möchte ich ihn hier nochmal besonders hervorstellen. Wenn du nicht verkaufen kannst, kannst du nicht skalieren. Es ist unmöglich.
Verabschiede dich einfach von dieser Illusion, von dieser Vorstellung zu sagen, hey, ich wachse und wachse weiter. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Du wirst immer nur diese gläserne Decke erreichen, wenn du nicht verkaufen kannst. Es liegt allein an dir, wie groß oder klein dein Unternehmen ist. Und nur du hast die Chance, diese Situation zu verändern. Deswegen nochmal, kommen wir zum Kern der Sache zurück. Ich baue da so lange drauf rum, bis du es endlich verstanden hast. Die Fähigkeit zu verkaufen, nicht nur Bestellungen entgegenzunehmen, das ist nichts, wo du jemanden überreden musst. Das hat nichts damit zu tun, dass du dein Gegenüber überlistest oder irgendwelche verrückten Tricks und Kniffers. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Mittlerweile ist der Wissensstand um Verhandlungstechniken so groß bei allen Beteiligten, dass man einfach nur Klartext reden muss. Du musst ehrlich sein, du musst dein Wort halten können und du musst ein wirklich gutes Angebot haben. Und diese drei Dinge perfekt miteinander zu vereinen, das ist die eigentliche Kunst. Und das dann nach außen zu kommunizieren, das ist Verkauf. Nicht mehr und nicht weniger. Für mich persönlich ist die Definition von Verkauf sehr simpel. Es bedeutet, dass beide Parteien in kürzester Zeit denselben Informationsstand bekommen. Wenn du das herstellen kannst, dann bist du ein guter Verkäufer. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Die Belastbarkeit deines Systems zeigt sich vor allem in den Grenzbereichen. Das heißt, es ist deine Aufgabe, diese Grenzen zu überprüfen und diese zu verschieben. Denn nur so entsteht nachhaltiges Wachstum, allein dadurch, dass du siehst, wo eckt das System gerade an und wo kann ich es über die nächste Stufe bringen. Und damit wirst du automatisch als Unternehmer auch mehr Freiheit bekommen, weil du jedes Mal wieder Grenze um Grenze verschiebst. Und deswegen ist meine Bitte an dich. Mach dir deine aktuelle Situation wirklich klar, mach es dir bewusst und ja, stell dich einmal ganz transparent und nackig vor den Spiegel und überprüfe, bin ich gerade wirklich in der Situation, dass ich als Verkäufer oder Verkäuferin gefordert bin? Habe ich ein Team, das sich die Sachen ernsthaft annimmt? Wann habe ich meine letzte Preissteigerung gemacht? Was sind eigentlich die Gründe, warum Kunden absagen? Hat das überhaupt Priorität in deinem Kosmos? Und wenn du merkst, da sind Dinge, die einfach noch nicht gerade laufen, da sind Themen, wo man sich sicherlich noch intensiver darum kümmern könnte, super, dann beginne doch bitte jetzt mit der Veränderung. Denn nochmal, der Geldstrom, der vorne reinkommt, jedes Jahr deines Kunden, ist unmittelbar mit deiner persönlichen Freiheit als Unternehmer verknüpft. Hast du viele Kunden, die sicher bezahlen, die lukratives Geschäft bringen, dann ist es doch das Beste, was dir passieren kann. Denn dann hast du auch mehr Freiheit. Und diese Freiheit kannst du wieder nutzen für deine privaten Themen, aber auch um ein stabiles Unternehmen aufzubauen. Deswegen halten wir drei wichtigste Punkte noch einmal fest. Erstens, verändere deine Preisgestaltung. Zweitens, lerne verkaufen. Und drittens, verändere dich für mehr Freiheit. Wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, ich verstehe, worauf du hinaus willst und mich würde es interessieren, wie eure Sicht der Dinge ist und wie das in der Zusammenarbeit vielleicht auch gelöst werden kann, dann lass uns einfach schauen, ob du zu uns passt. Geh auf raikhane.de/print-report. Dort bekommst du einmal eine Hochglanzbroschüre, in der du genau siehst, wie wir arbeiten, was wir im Einzelnen machen und vor allem, ob du auch wirklich zu uns passt. Denn jeden Monat arbeiten wir nur mit einer geringen Anzahl von Unternehmern, um ihnen dabei zu helfen, in einer 30-Stunden-Woche wirklich frei zu sein. Du geeignet bist, das können wir im nächsten Schritt herausfinden. Deswegen einfach auf raikhane.de/print-report.